Oh, nein, ein Golem. Nein, verdammt. Ausweichen müssen wir. Ja, im letzten Part haben wir versucht, Lukas zu retten. Und mussten sehen, dass der Golem im Wege steht. Seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum. Wir müssen hier weg. Komm, komm mit mir raus. Den Golem können wir nicht besiegen. Raus hier, raus aus der Kiste und schnell hinter ihm weg. Ganz still und leise. Dritter Part. Minecraft Story Mode. Na komm, pack's. Runter mit dir. Auf ihn werf. Na komm, zack. Das wird doch was bringen, oder? Los, renn, renn, renn. Lukas, renn. Oh, wei. Sie hat was vor mit uns. Der Golem will uns angreifen. Quick time. Ruben. Das zapferste Schwein der Welt. Er lässt ab von uns. Ruben hat ihn abgelenkt. Und raus hier. Schnell, schnell raus hier. Niemanden zurücklassen, genau. Das ist wichtig. Darum geht's im Leben. Ja, die anderen, die halten gerade Gabriel auf. Gabriel. Ja, aufhalten. Die versuchen ihn zu gewinnen für unsere Sache. Oha. Ja. Der ist doch irgendwie böse. Der hat auch irgendwas gegen Gabriel oder so. Ivor? Is that really you? How dare you interrupt like this? Du steckst damit drin. Oh, verdammt. Ein Freund von Gabriel. Finally. A little bit of truth. Why don't you tell them the real story, Gabriel? I see time has made you bitter. And it's made you an even bigger fool. Now these people were promised greatness. Ich würde Evo nicht so trauen. Haltet ihn, der hat doch was Böses vor, verdammt. Halt ihn auf. Der macht doch nur Blödsinn. Oh nein. Nichts, den würde. Kacke. Sieht gar nicht gut aus. Ein Kreaturangriff. Nein, er hat einen Buddha erweckt. Nein, verdammt, ausweichen. Das sah nicht nach Ausweichen aus. Oh, verdammt. Ausweichen. Zack, zack. Weg hier. Oh, scheiße. Ein Buddha. Und er wird größer und größer. Eine Kreatur nennt er das. Gabriel versus. Oder? Das sieht nicht gut aus. Oha. Sind wir schlecht ausgewichen. Ich glaube, der Bruder will niemanden hier. Der will einfach vernichten. Blindes vernichten möchte der. Oh wei. Und allerdings, er kann ihn wieder beherrschen. Nur weil er ihn erschaffen hat, muss das auch noch lange nichts heißen. Retreat!
Ja, Eivor, was tust du da? Was hast du vor? Er wird dir nicht ruhig gehorchen, dass wenn ich etwas aus allen Filmen gelernt habe, die ich jemals geguckt habe, alle Fantasy-Filme, wo irgendwelche bösen Kreaturen erweckt wurden, dann weiß ich, dass das nicht klappt, dass böse Figuren und böse Kreaturen, die nicht gehorchen, egal ob du die nun erschaffen hast oder sonst was, das klappt niemals. Werfen jetzt den Trank. Hoffentlich bringt er auch was. Oh, Kacke. Haben wir vergeudet. Eigentlich Idiot geworden, noch geworfen oder was? Wenn er es protected. Jetzt rennt er weg. Ja, es ist wirklich feige. Nein! Gabriel, nicht Gabriel. Ihr saugt den Gabriel an. Rette den Helden. Y. Quick Damn Events, Hologram. Oh wei. Das sieht gar nicht super aus. Ja, wir sind dabei gekommen. Machen wir's. Wir müssen den irgendwie besiegen. Und besiegen wir den wieder. Da hat Eivor ja was angerichtet. Oh, die ganze Stadt ist in Panik. Eine Massenpanik. Was, Hühner? Was redest du mit Hühnern? Aua! So groß ist der schon. Auweia. Sieht sehr gefährlich aus. Sieht mordsgefährlich aus. Ruben, bring dich in Sicherheit. Schon wieder. Oh nein. Der Winner. Hey, I'm up here. Somebody help me. Ja. Vor allem, ich bin noch nicht vorbereitet auf den Angriff eines Widders. Verdammt. Ich habe noch nie meine Craft gespielt. Ich kann keine Widders besiegen. Haben wir nicht hier irgendwo einen Paluten oder einen Gronk oder einen halbwegs guten Minecraft-YouTuber, der es hinkriegen kann? Wie viel? Ich meine, ich so. Als Anfänger. Gameboy ist doch ein Profi, der kriegt das doch hin, oder? Kann da was machen? Hilfe. Müssen zusammenbleiben, ja. Uns trennen, das war nie eine gute Idee. Komm, retten! Petra, retten! Packen und zieh! Hätten wir die auch loslassen können, verlieren können, wenn ich langsam reagiert hätte? Nein! Na komm! Oh, Gabriel! Ist auch mit am Start. Was, die Festung beschützen? Wir müssen erstmal irgendwie. Vielleicht gibt es ja irgendwie eine Idee, wie wir den besiegen können. Gibt es da vielleicht eine einfache Lösung für? Oh wei. Das wird hier ziemlich chaotisch. Ausweichen. Oh wei. Nein. Raus aus dem Strahl. Verdammt. Ich bin tot. Geile Sache. Das habe ich auch ordentlich schlecht gemacht. Dann dürfen wir es nochmal versuchen. Oh, nein, 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 nicht in den Strahl, nicht in den Strahl. Verdammt. Was mache ich denn hier? Ja, was mache ich hier? Mit L umgehst du Hindernisse. Kann ich irgendwie rechts abbiegen? Ach, nein, was denn? Warum denn? Ich kapiere es nicht. Muss ich irgendwie, was muss ich denn machen? Was muss ich denn machen? Nein, 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 nicht in den Streichstrahl. Wow, das war knapp. Der Strahl. Y und durch. Beim vierten Versuch. Das war knapp, sehr knapp. Der Wald brennt. Wald brennt. Oh nein. Was macht denn der Bruder hier? Oh nein.
Ich bin reingefallen. Ausweichen, ausweichen, sonst bin ich tot. Oh, weil Chaos hier im Part. Es beginnt ja super. Ein super Part. Chaos. Apropos Part. Ja, knappe Sache. Pump. Springen übers Feuer. Nicht Verbrennung hier mehr zu ziehen. Ich glaube, das ist wirklich das Beste, jetzt hier erstmal abzuhauen. Nicht den Müller zu besiegen, das kann ich nämlich noch ja nicht. Erstens habe ich keine Waffen, zweitens bin ich nicht stark genug dafür. Oh weil. Sterben wollen wir hier nicht. Da sind wir schon ein paar Mal. Aber in die nächste Festung, in den Tempel. Ah, Obsidian kann doch nichts anhaben. Gute Sache. Oh weil. Raus hier, weg hier. Nicht raus hier, rein hier. Oh nein, er kommt hinein. Hinter dem Portal. So viel zum Portal. Damit geht's. Ja, super. Rein ins Portal. Kraft der Portale. Oha, Gabriel. Nein, nicht zurückrennen. Flieht, ihr Narren. Genau so. Gandalf-Situation. Na komm. Wir müssen weg. Die ganzen Leute in die Stadt. Verdammt. Unsere Stadt ist weg. Und wir konnten sie nicht rechtzeitig evakuieren. Das Amulett. Und Steins. Du willst mich? Warum ich? Warum nicht Petra? Oder wer anders? Und warum kommst du nicht mit? Komm, renn! Renn! Das kriegen wir auch noch gerettet. Na komm! Das kriegen wir gemeinsam hin. Will er etwa zurückbleiben oder was? ZR? Das war ZL. Verdammt. Lukas! Uiuiuiui, Spannung hier. Go, Jesse, go. Ich lass dich nicht zurück. Petra, komm mit. Ich lass niemanden zurück. Wir wollen auch Gabriel mitnehmen. Komm, jetzt hier. Kommt alle mit. Nein, Gabriel. Rette ihn. Komm, komm, wir können nicht das halbe Team zurücklassen. Komm. Verdammt. Ich hol mir das Team. Lukas, flieh! Flieh, du Narr! Gabriel oder Jesse? Yes. Petra. Na komm! Gabriel retten! Haben wir jetzt Petra verloren oder was? Verdammt, nein! Nein, Jesse! Jesse, rette Petra! Petra! Nein, komm! Ah, wir können nicht beide retten, wie es ausschaut, oder? Oh, Backe. Oh, oh. Jetzt haben wir Petra verloren. We did everything we could. What are you saying? Jesse? What is he talking about? Ja, es war ein Chaos. Was reinst Chaos? Verdammt. Petra is still up there. I got scared. Just for Petra wurde entführt vom Gitter. It wasn't my fault. You got scared and it's not your fault. Hey, komm. Lukas kann da auch nicht viel für. Es war halt ein Chaos. Gott, wir waren da nichts für. Nee, wir können da jetzt nicht zurück. Nee, das ist zu gefährlich. Das ist zu gefährlich, wir können da nicht zurück. Nein. Wir haben nicht die Stärke dazu. Wir können nicht einfach dorthin gehen und den Widder besiegen. Wir müssen auf das Beste hoffen. Verdammt. Hey, wo? Was macht denn der hier? Wie ist denn der hier durchgekommen? Verdammt! Oh nein, reißt der jetzt das Portal ein. Mist, da sind wir gefangen. In der nächsten Dimension. Oh, oh. Was hast du gemacht, Eivor?
Was war das für eine Scheiße? Mann, Eivor, was machst du denn hier für eine Kacke? Was für ein Müll veranstaltest du hier? Bruder, wie kloppt kann man denn hier seinen Bruder loszulassen? Mann, so Eivor. Müllerstorm. Was war denn seine Intention? Was ist seine Intention? Was ist sein Wille? Was macht er denn? Was will der denn damit erreichen? Tapferkeit und Dummheit, ja. Du willst davon reden hier. Du bist feige, ja. Das ist einfach so. Tut mir leid, aber du bist eine feige Sau. Niemand nennt mich eine feige Sau. Falscher Film, sorry. Without survival, there is no life. Through that tunnel is a network of mine cards built by the Order. Ein pessimistischer Feigling oder was? We should go that way. Wie willst du hier rauskommen? Ja, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Wir müssen hier irgendwie einen Weg wieder in unsere Dimension finden. Das klang nicht gesund, das klang auch nicht ungefährlich. Der Feigling verschwindet. Und da haben wir einen Ghost. Stone Ghost. Ein Ghast. Ghost oder Ghast. Sorry, ich kenne das nur aus Videos, die ich selbst geguckt habe. Ein Ghast oder sowas ähnlich heißt das. Los, renn in die Loren, mein Karz. Ab durch die Mitte. Hui, renn da. Zack, zack. Jetzt gibt's Indiana Jones mäßig ein Lorenfahrt. Die Mitte. Im amerikanischen, verdammt. Oh, der geht steil bergab. Hände in die Luft, Achterbahn. Hui. Oh, dann gibt's Spaß hier auf der Achterbahn. Ich stehe nicht so auf Achterbahn, aber hui, dann geht's steil bergab. No. Ducken! Das wäre kritisch! Oh. Ja, Gleise zu Ende. Nee. Oh, Hebel. Was muss ich machen? Ach, verdammt! Ach, haben die anderen gemacht. Hui. Hab's verkackt. Und der nächste hat's geschafft. Was, wir werden getrennt? Nein, nicht doch. Axel, Olivia, Ruben, anybody? Ja, ganz alleine unterwegs. Nein, nicht doch. Das Ruben mit dem Skelett. Nein! Hang on, Ruben! Hey, was machst du? Hey, ZL, komm. Oh. Töte das Skelett. Ruben, komm zu Daddy. Ein Gast ist unterwegs. Ducken! Schwein, duck dich. Ruben. Überleb das. Zurückschlagen. Verdammt. Ach ja, so schwer ist das ja nicht. Ich habe genug Herzen. Na komm. Drei Ghosts oder Ghasts haben wir besiegt. Nice. Ghast, genau. G-H-A-S-T. Ghast. Da hatte ich richtig in Erinnerung. Oh, weil. Kacke. Ich würde es abwehren. Geht gerade nicht. Das ist nicht gut, ja, genau. Oha! Lese zu Ende. E.T.-mäßige Szene. Habt ihr die Musik gehört? Wahrscheinlich nicht.
Das war die E.T.-Musik. Ein Hommage an E.T. Und an Indiana Jones. Oh, wie schön. Mein Film-Liebhaberherz schlägt höher. Naja, zum Glück leben wir noch. Ja, sehen wir es positiv. Wir haben es überlebt. Ja, YOLO. Ganz gemäß dem Motto YOLO. Wir leben noch. Ja, das ist makaber, aber YOLO, wir leben noch. So schaut's aus. Wir können froh sein, dass wir noch am Leben sind. Tracks converge at this point. You could probably get anywhere in the world from here. There's the portal. Das Portal. Damit können wir doch bestimmt wieder in die Oberwelt. In unsere Dimension. Excel will doch nicht etwa durch. Ja, daran müssen wir denken. Das Monstrum ist oben. Wenn wir da hinkommen, ist jetzt das der Netherer natürlich der. Nicht das Netherer. Der Widder, der ist da oben. Die müssten wir bekämpfen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen. Komm, eigentlich müssen wir gemeinsam gehen. Ich gehe vor. Und ihr kommt nach. Bitte kommt nach. Ich gehe aber bitte. Gehe ich jetzt alleine oder was? Nein, bitte nicht. Wir sehen uns auf der anderen Seite genau richtig. Ihr kommt aber nach, oder? Ja, ihr kommt nach. Ganz sicher, oder? Okay, gehe ich jetzt alleine oder was? Ja, okay. Tschüss, Leute, oder was? Okay, da bin ich auf der anderen Seite. Das ist unsere Dimension scheinbar. Bin ich jetzt allein oder was? Zombie! Zombie-Angriff! Ich habe ein Schwert. Greif mal an. Zack, zack. Das ist ja keine Herausforderung mehr für uns. Wir haben gerade eben gegen den Gast gekämpft. Gegen Gast. Oh, Excel. Der kommt auch mit. Danke, Excel, dass du nachkommst. Ja, es ist tot, der Zombie. Das war ja wohl kein Problem. Oh, Olivia kommt auch nach. Alle kommen nach. Sehr schön. Ich dachte schon nicht mehr allein. Ruben ist auch mitgekommen. Nice. Ein gigantisches Gebäude, ja. Ja, hier draußen sind wir wirklich angreifbar. Wir müssten uns mal einen Unterschlupf holen. Wir müssen uns ein Dude-Haus bauen. Ein Haus aus. Ja, aus Dreck. Und das machen wir nochmal in Minecraft. Ganz am Anfang baut man sich ein Haus aus Dreck. Wir bauen uns ein Haus aus Dreck. Ein Schmutzhaus. Lass uns eine Hütte bauen, genau. Das wird ein Dude-Haus. Genau. That's it, Olivia. Jesse made the call. Jesse hat entschieden, wir bauen ein Dirthaus. Ganz klassischerweise ein Dirthaus. Das ist nicht ernsthaft Dirt. Nice. Wir bauen ein Dirthaus. Ja, da können wir nachts übernachten. Ja, so fängt jeder Minecraft-Spieler an. In einem Dirthaus. Dirthaus. Ja, ich kann es nicht genug sagen. Nice. Hier sind wir vielleicht erstmal sicher. In die Nacht über. Können wir hier übernachten und morgen geht's weiter. Können morgen wieder aufbrechen. Lux. Aber dies. Exe hat ein Geheimnis. Na, rück raus. Was, Kekse? Er hat Cookies. Oha. Nice. Cookies, ich liebe Cookies. Ja, damit. Riech auch rein.
Ein für Jesse. Ja, cool. Cookies, lecker. Cookies, toll. Ja, aber die Keksen. Ruben kriegt auch einen. Was? Lukas hat keinen? Och, Mann. Ach, na komm, Lukas, kriegst meinen Keks. Ich meine, ich hatte Lust drauf, aber ich bin fett genug. Ich brauche keinen Keks. Hier, nimm. Bevor du hier verhungerst. Ich meine, Jesse ist natürlich nichts, aber ich bin fett genug, also ich habe einen Fettspeckmantel, also ich meine, wenn das Einzige ist, was wir zu essen kriegen, also ich überlebe das jetzt hier, das ist jetzt nicht das Problem. Nur verschlachte ich mir einen Huhn draußen oder esse ein bisschen Zombiefleisch. Ja, wird schon was finden. Fleisch ist mein Gemüse, ja, das auch. Aber es ist auch meine Süßigkeit. Fleisch. Yes. Die Anfangsfrage. Zombie große Hühner. Dafür habe ich mich entschieden. Ja. Zombie große Hühner. Hm. Ja, immer positiv denken. Exo. Nur optimistisch. Das schaffen wir schon. Wir kriegen das morgen hin. Kein Trübsal blasen. Wir kriegen das gebacken, wir sind ein spitze Team. Uns hält so leicht keiner auf. Ja, wir sollten uns ausruhen, Lukas sagt's. Ausruhen sollten wir uns. Morgen früh, wenn die Sonne wieder da ist, wenn's hell ist. Und keine Zombies und keine Spinnen und keine Monster da sind. Kriegen wir das hin. Hm. Wir entscheiden uns morgen früh. Komm, jetzt wird jetzt erstmal schlafen gelegt und dann. Ja, komm, jetzt erstmal. Ins Bettchen. Also nur eine müde. Morgen geht's weiter. Ja, Axel, morgen. Jetzt erstmal. Bettchenzeit. Och Mann, Leute. Jetzt nicht über die Jacke von ihm lustig machen. Arme. Ja, seine Freunde sind halt irgendwie kacke, aber. Ja, komm. Beruhigen wir uns alle mal jetzt. Jetzt ist Abend. Jetzt können wir erstmal alle runterkommen. Schlafen. Morgen können wir dann gemeinsam aufbrechen. Ja, Axel, du gehst wirklich langsam mal zu weit. Das ist jetzt hier wirklich. Hört sich langsam mal auf. Ja, es ist wirklich gefährlich. Du sollst hier übernachten. Bleibst bei uns jetzt hier. Lukas bleibt bei uns, auch wenn Axel das nicht gefällt, aber Lukas bleibt erstmal bei uns jetzt hier. Der übernachtet heute bei uns. Den können wir doch nicht einfach rausjagen. Der ist doch hier nicht. Komm, Axel, was ist denn mit dir los? Zombie-große Hühner, siehst du? Sogar meine Meinung. Ja, ist hungrig. Auch zombie-große Hühner. Ja, jetzt wärst du auch noch im Regen gewesen. So, jetzt würde ich erstmal hier schlafen. Hui, ja, und damit beenden wir diesen Part auch an dieser Stelle. Ich glaube, soll es euch gefallen haben. Jetzt ist erstmal Nacht, jetzt würde ich erstmal hier schlafen und morgen geht's weiter mit der Story. Morgen wird entschieden. Ja, morgen geht's auch weiter. Habt ihr noch einen angenehmen frostigen Tag oder einen angenehmen frostigen Abend, je nachdem, eine angenehme frostige Nacht. Ja, man sieht sich. Ihr habt euch wohl. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ciao, ciao.